Hallo liebe Gesekrinnen, hallo liebe Geseka, hallo liebe Nicht-Gesekrinnen und Nicht-Geseka. Willkommen am Freitag zum Rathaus TV. Diesmal neben Corona mit Neuigkeiten aus dem Klimaausschuss. Und ich habe noch zwei weitere Themen mitgebracht, von denen ich glaube, dass sie für euch von Interesse sind. Die Omikron-Welle läuft weiter, aber sie ebbt hoffentlich langsam ab. Ich hoffe mal, dass wir am Mittwoch den Höhepunkt der Omikron-Welle gesehen haben. Bei uns in Geseke lag da nämlich der 7-Tage-Inzidenzwert bei fast 3.300. Er ist gestern dann um fast 500 Punkte zurückgegangen auf 2.810. Das lag an nur 50 Neufällen, sodass wir Stand gestern Abend 703 Leute in der Liste der aktuell positiven Fälle haben. Ich hatte ja auch gesagt, wir werden jetzt relativ schnell von 2.000 auf 3.000 steigen bei der Zahl der Menschen, die jemals aktenkundlich Corona-positiv in Geseke waren. Mit den Zahlen von gestern hatten 2770 Leute jemals aktenkundlich Corona in Geseke. Ja, dann bin ich gefragt worden, wie es denn mit der Quarantäne bzw. mit der Isolierung aussieht. Da sind Stand heute Morgen 725 Leute bei uns in der Liste, die in Quarantäne bzw. in Isolierung sich befinden müssten. Wir kontrollieren das natürlich auch nach Kräften. Aber bei der Zahl wird das schwierig. Ja, das Infektionsgeschehen ist noch genauso, wie ich es letzte Woche beschrieben habe, in allen Ortsteilen über die gesamte Stadt. Es infizieren sich in fast allen Fällen zunächst die Kinder, die dann ihre Eltern, ihre Geschwister anstecken, aber im Ausnahmefall auch mal die Großeltern. Interessant ist, dass wir jetzt immer mehr Fälle sehen, die das zweite, zum Teil das dritte Mal bei uns in der Liste auftauchen, die also zum zweiten, zum Teil zum dritten Mal aktenkundig Corona-positiv sind, die am Anfang einmal mit der Alpha- oder Delta-Beta-Variante, dann mit Delta vielleicht sich infiziert hatten und jetzt noch zur Krönung Omikron obendrauf bekommen. Ich habe auch mit einem telefoniert, der mir aber bestätigt hat, dass der Omikron-Verlauf jetzt eigentlich praktisch nicht mehr spürbar ist, in dem konkreten Fall von einem jungen Mann praktisch symptomfrei. Ja, wer sich impfen lassen möchte, kann das in der nächsten Woche auch noch tun. Zum einen haben wir einen Kinderimpftermin in der Aula Süd und zwar am Dienstag, den 15. Das beginnt um 14 Uhr und endet um 18 Uhr, wie immer durchgeführt vom Kreis Soest und der Kassenärztlichen Vereinigung. Und es gibt noch einen Impftermin für Jugendliche und Erwachsene, also ab 12 Jahre Lebensalter. Das ist am Samstag, den 19. ebenfalls wieder in der Aula des Schulzentrums Süd. Ja, das soll es auch gewesen sein zum Thema Corona und ich komme damit zum Klimaausschuss. Da möchte ich zum einen berichten, dass wir einen Bürobeauftragten haben, nämlich die Energielenker, in Geseke tätig zu werden. Wie und warum? Geseke ist seit Jahren Teil des kreisweiten Klimaschutzkonzepts, so wie die meisten anderen Kommunen im Kreis Soest auch, wo also über den gesamten Kreis ein Klimaschutzkonzept entwickelt wird. Und die Kommunalpolitik hat erkannt, dass das doch etwas abstrakt ist und wir da konkreter werden müssten, sodass wir das Büro, das in Soest das Klimaschutzkonzept, das kreisweit gilt, aktualisiert, das ist dieses Büro, die Energielenker, nun beauftragen konnten, für Geseke einen konkreten Maßnahmenkatalog zu entwickeln. Das werden sie in einem großen Beteiligungsformat in den nächsten Monaten machen, auch mit einer Bürgerbeteiligung, mit einer Beteiligung der Politik selbstverständlich. Es wird auch Workshops hier in der Verwaltung geben und wir stimmen uns natürlich eng mit dem Kreis Soest ab. Wir verzahnen uns mit dem neu aufzustellenden Klimaschutzkonzept des Kreises Soest. Ja, damit wir das in der Stadtverwaltung auch hinbekommen, ist uns schon vor geraumer Zeit eine Vollzeitstelle im Bereich Klima und Verkehr, Mobilität zugebilligt worden. Da werde ich hoffentlich, habe ich ja hier auch Werbung für gemacht, da werde ich hoffentlich vermelden können, dass wir da eine Neueinstellung vorgenommen haben. Wir sind da auf der Zielgeraden. Ja, dann haben wir als nächstes Thema im Ausschuss angesprochen, das Grünkonzept für unseren Wall. Das ist im Jahr 2020 einstimmig verabschiedet worden. Da geht es darum, die Wallanlage in Stand zu bringen, sowohl was den Gehweg angeht, aber auch was die Bäume angeht. Dazu werden wir jetzt in der aktuellen Fällperiode, man darf jetzt noch einige Wochen Bäume fällen, gemäß Konzept Bäume entnehmen, insbesondere in der Strecke Kahlenhof bis Kleiner Hellweg, also Nordmauer und Ostmauer. Da sind in den letzten Jahrzehnten nicht standortgerechte Bäume gepflanzt worden, Kugel-Ahörner hauptsächlich. Die werden gefällt werden. Wir werden aber auch drei große Bäume an der Westmauer rausnehmen, alte Bäume,
wo entweder die Verkehrssicherung und oder die Standsicherheit nicht mehr gegeben ist. Und da müssen wir unserer Verkehrssicherungspflicht nachkommen. Die Bäume hat sich die Baumkommission angeschaut und hat die auch freigegeben, wobei, wenn es um konkrete Maßnahmen der Verkehrssicherung geht, der Ermessensspielraum da auch relativ gering ist. Also da tut sich was. Wir werden aber dann im Laufe des Jahres deutlich nachpflanzen und mit der Umsetzung unseres Wahlkonzeptes beginnen. Dafür erhalten wir auch deutliche Förderung, hatte ich hier ja auch schon mal erwähnt. Ja, Thema Bäume. Es gab auch den Auftrag an ein Planungsbüro, sich um Neubepflanzung der Feldwege rund um Geseke zu kümmern. Der Auftrag ist da erteilt worden. Da möchten wir gerne Bäume neu pflanzen, in enger Abstimmung mit dem Umweltschutz, aber auch mit den Landwirten bei uns in Geseke. Wir haben beide um Stellungnahme gebeten. Wenig Überraschendes ist da gekommen. Den Bauern ist natürlich wichtig, dass die Wege vernünftig befahrbar bleiben, dass sie von den Wegen auf ihre Flächen abbiegen können und dass wir auch vorsehen, dass Begegnungsverkehr an einigen Punkten möglich sein soll. Klar, die Feldwege dienen ja auch und hauptsächlich der Erschließung der Gemarkung und der Ackerflächen, die da sind, oder der Flächen, die da sind. Dem werden wir natürlich nachkommen und wir stehen in engem Kontakt mit der ABU, der Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest. Die sagen, es gibt große Bereiche eurer Feldflur, da schützen wir in besonderen Naturschutz- und Vogelschutzgebieten Vogelarten wie den Kiebitz im Norden des Stadtgebietes oder wie die Wiesenweihe, ich sag mal südlich der B1. Das sind für Vogelarten, die eine baumarme Feldflur bevorzugen. Das sind Bodenbrüter zum Teil, wo die Prädatoren, also die Vögel, die Gelege ausräubern und die Vögel jagen, die wir schützen wollen, die Kiebitze und die Wiesenweihe, die das dann von Bäumen aus tun. Und wenn Bäume in der Nähe sind, dann entwickeln sich die Vögel nicht so. Also werden wir in enger Abstimmung mit dem Naturschutz sehen, dass wir die Belange des Vogelschutzes bei der Baumanpflanzung auch berücksichtigen. Ja, das war's aus dem Klimaausschuss. Dann komme ich zu den zwei Themen, die ich noch erwähnen wollte. Das ist zum einen die Anmeldung für die weiterführenden Schulen. Wenn euer Kind aktuell im vierten Schuljahr der Grundschule ist, habt ihr in den letzten Tagen bekommen eine Empfehlung für die Schulform, auf die euer Kind jetzt nach den Sommerferien gehen soll. Da müsst ihr euch nicht dran halten, aber das ist eine Richtschnur, die Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule mit auf den Weg geben. Ab Montag läuft auf jeden Fall bei unserem Gymnasium Antonianum und bei der Sekundarschule Geseke die Anmeldung. Wir haben euch unsere Pressemitteilung, ich halte sie in der Hand, hier unten verlinkt. Dort findet ihr die Details. Ja, ebenfalls verlinkt in dem Infokasten unter mir ist das statistische Jahrbuch Geseke in Zahlen, das wir jedes Jahr rausgeben. Das gibt es digital, aber auch in der Stadt liegt es aus, in Geschäften, in der Sparkasse, in der Stadtverwaltung in den nächsten Tagen. Da findet ihr lauter spannende Zahlen über Geseke im Jahr 2021, Einwohnerzahlen, Herkünfte, Arbeitsplätze, Arbeitsplatzwanderung, die Finanzen der Stadt, wie viele Kinder gehen auf welche Grundschule. Wenn euch das interessiert, kann man mal drüber blättern, ist nicht allzu dick, sind 2 Dutzend Seiten, glaube ich, im Ganzen. Ich gucke gerade, jo, kommt ungefähr hin. Aber mit vielen nützlichen und spannenden Informationen über Geseke, wenn man mal stöbern will. Ja, ich wünsche euch zum Abschluss, dass ihr gut durch die abebbende oder hoffentlich abebbende Omikronwelle kommt. Bleibt gesund und dann sehen wir uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin, tschüss!